Name ist Roland Geiger und wir sind hier mit dem MAN unterwegs, meine Frau und ich. Das Fahrzeug ist ein MAN TGM 1392. Das ist also ja, die mittlere Baureihe, typischerweise ein Fahrzeug, wie man es in Baustellen auch verwendet. Hat natürlich ein Offroad-Fahrwerk ausgelegt für Offroad-Fahrten, relativ weich. Hat Allrad, Sperren, eine Getriebeuntersetzung, mit der man besonders langsam fahren kann. Und hat natürlich auch die entsprechende Bereifung, ist höher gelegt und so weiter, was man alles so braucht. Breit ist er 2,55 Meter. Das ist so das Maximale, was man in der Breite machen darf. Die Höhe ist 3,45 Meter inklusive der Solarpanels, die oben drauf sind. Und die Länge ist ohne Heckbox 8,10 Meter und mit der Heckbox 9,10 Meter. Und wie fährt sich sowas? Eigentlich sehr gut, aber man kommt halt manchmal schon an Stellen, wo es dann wirklich schwierig wird und man sehr langsam fahren muss und vielleicht auch ein paar Mal hin und her fahren muss, wenn es so wie da auf den Pamir hoch, in Langarda, war gleich die erste Spitzkehre. Die war einfach viel zu spitz und da fährt man dann halt nochmal zurück und muss dann weiter. Also kommt selten vor, aber was mich eher mehr nervt, das sind dann Brücken, die nicht hoch genug sind, wo es schwierig wird. Oder wenn, also nicht, wenn du über eine Brücke fährst, du fährst irgendwo durchs Land auf einer ganz normalen Straße und plötzlich kommt eine Brücke und da steht ein Schild dran mit 7,5 Tonnen. Ne? Dann fahre ich natürlich trotzdem drüber, weil mir bleibt ja nichts anderes übrig, aber irgendwie ist das immer ein ungutes Gefühl. Von der Motorisierung her ist der ganz gut dabei. Der hat einen Motor, der hat knapp 7 Liter Hubraum und 290 PS. Und wichtiger ist noch, der hat ein Drehmoment von 1150 Newtonmeter. Und das liegt schon an bei, ich glaube, 1300 Umdrehungen, sodass man unteraus eigentlich auch schon ganz gut beschleunigen kann. Ja, und wenn wir jetzt über diese Berge fahren, da, wenn ich dann mit der Untersetzung unterwegs bin, dann ist das natürlich richtig geil, das macht so richtig Spaß. Ne? Weil da ist er dann nochmal, ich glaube, 60% kürzer übersetzt und dann läuft er nur noch 70 maximal. Aber dafür hat er eine wahnsinnige Zugkraft auf die Räder. Ja, auffällig sind immer die Dinger da fummelt immer jeder dran rum. Das sind Zugösen, da kann man ein Abschleppseil festmachen oder irgendwas anderes mit Schäkel. Man kann auch hier im Prinzip unter der Nummertafel, das haben wir ja benutzt, als wir den Hans da aus den Sanddünen rausgezogen haben. Ja. Dann haben wir da das Seil festgemacht. Klappe, wo man alles nachgucken kann. Ölstand, nachfüllen, irgendwelche andere Flüssigkeiten, mit denen ich mich aber eigentlich nicht so sehr beschäftige. Also ich gucke immer wieder mal nach dem Öl. Ja. Und sonst muss ich hier eigentlich nichts machen. Ist der sehr wartungsintensiv oder eher wartungsarm? Also eigentlich ist er eher wartungsarm. Ich muss natürlich einmal im Jahr zum TÜV. Und wenn ich da, das lasse ich in der Werkstatt machen. Und wenn er dann in der Werkstatt ist, mache ich auch gleich einen Service. Aber bei MAN muss man sagen, die Leute sind sehr realistisch. Also letztes Jahr zum Beispiel hat er zu mir gesagt, der Werkstattmeister, sie sind ja nur 25.000 Kilometer gefahren, da muss man noch keinen Ölwechsel machen. Ne? Und hat dann nur die Dinge gemacht, die wirklich nötig waren. Und somit waren die Kosten für den Service, die waren auch nur halb so hoch wie üblicherweise. Diese Dinger hier, die dritte, die kann man wegklappen. Also die klappen sich automatisch weg, ja, wenn du da irgendwo dagegen fährst. Von daher ist das, das merkst du auch gar nicht, wenn du da gegen den Böschung fährst. Das klappen die halt zurück.
Was ich ganz toll finde, sind die Reifen. Das einzige Manko an den Reifen ist, dass sie beim Fahren relativ laut sind, weil die halt auch sehr grobstollig sind. Aber im Sand, wenn man dann die Luft runterlässt, dann sind die einfach unschlagbar. Also das ist wie eine Fräse, die sich dann durch die Landschaft wühlt. Bis wie viel hast du die abgelassen? Also ich fahre im Normalbetrieb auf der Teerstraße so mit 6,5, manchmal auch bis 7,5. Theoretisch dürfte ich bis 8,5 bar. Und im Sand gehe ich runter auf 3. Tiefer war ich noch nie. Aber ich könnte noch runter, also man könnte auch noch mit 2,5 bar im Sand fahren. War aber bisher noch nicht nötig. Schaufel habe ich noch nicht gebraucht. Bin zwar einmal in Marokko auf einer Sanddüne obendrauf kurz hängen geblieben, aber es war nicht nötig auszusteigen. Ich habe dann nur noch mal die Vorderachssperre dazugeschaltet und dann ging's. Hier war eigentlich der zweite Tank. Das Fahrzeug hatte ursprünglich zwei Tanks mit jeweils 600 Liter. Und so große Reichweiten habe ich bisher also nie gebraucht. Da habe ich den einen Tank auf der Seite abgebaut und dafür das Reserverad hier hingebaut. Das hat mir dann Platz geschaffen. Hinten konnte ich das Reserverad runternehmen, weil ich dann Platz gebraucht habe für zwei Motorräder. Und ja, seither... Wenn wir im Tankinhalt sind, was brauchst du so in Mitte? Auf der Fahrt hierher, auf der Teerstraße mit dem hohen Luftdruck in den Reifen, komme ich durchaus mit 20 oder unter 20 Liter zurecht. Habe auch schon mal 19 gehabt, 19,5. Aber sobald du dann auf schlechtere Straßen kommst und du musst immer wieder bremsen und dann wieder beschleunigen, dann geht der Verbrauch relativ schnell hoch, so auf 23 bis 25 Liter. Und wenn du ins Gelände gehst, also jetzt da über den Pamir, da habe ich deutlich über 40 Liter gebraucht. Also da fährt man ja unter Setzung, hat wenig Reifendruck, was dann auch die Fahrwiderstände erhöht. Und da geht's. Also da war auch bei 42 Liter Durchschnittsverbrauch, war Tendenz immer noch steigend. Ja. Naja. Gut, da habt ihr hier noch Stauboxen. Ja. Hier habe ich zum Beispiel noch 85 Kilo Gas. Da ist so eine Gasflasche drin, in die ich LPG tanke. Und damit machen wir zurzeit allerdings nur den Backofen und den Herd. Das heißt, hier habe ich jetzt erst einmal nachgetankt nach fünf Jahren. Also das ist eigentlich ein bisschen übertrieben, weil wenn man nichts anderes vorhat außer Kochen und Backen, dann würden 25 Kilo auch reichen. Ja. Aber der hat halt 85 eingebaut und vielleicht werden wir sie nochmal nutzen, wenn wir dann die Heizung ändern von Diesel auf Gas. Ne. Ja. Stauraum ist natürlich nie ein Fehler. Und ich habe hier Waageheber drin und Campingausrüstung. Auf der anderen Seite habe ich da sind Schneeketten immer drin. Ich habe also für die Hinterräder jeweils einen Satz Schneeketten, den ich bisher noch nie aufgezogen habe, weil man das freiwillig einfach nicht zum Üben macht. Die haben 70 Kilo pro Stück, ne? Und die sind immer dabei, aber ja, die brauchen halt auch Platz. Ne? Dadurch ist die eine Box schon fast halb voll. Ja, ja, Stauraumbox hier. Ja. Mit dem schönen Spruch. Das kann man lesen, ne? Bitte? Das kann man jetzt nicht so gut lesen, ja. Manche Leute haben auch nicht so viel Humor, dass sie das als Spaß auffassen können. Das haben eure Kinder dazu gesagt. Ja, das stammt ja von unseren Kindern. Also. Meine Tochter hat mir das irgendwann mal mitgebracht und hat gesagt, das muss ich jetzt da draufkleben. Und zuerst wollte ich eigentlich nicht, weil ich schon von Anfang an verstanden habe, dass man das auch falsch verstehen kann. Aber sie hat mich dann noch zwei, dreimal nachgefragt und mehr oder weniger dazu genötigt, das drauf zu machen. Die Tour ist ja 2 Monate und wir sind also auf jeden Fall länger unterwegs.
wir waren ja schon 4 Wochen vorher, sind wir schon weggefahren. Und dann wollten wir auch ein bisschen flexibel sein. Wenn man keine Motorräder hat, dann sollte man wenigstens ein Fahrrad mit Motor haben. Ne? Sonst. Und ich nehme an, so eine Box da hinten merkt er gar nicht beim Fahren. Nee, merkt er nicht, weil also die Box selber hat vielleicht nicht einmal 100 Kilo. Und wenn du das, was du einlädst, dann bist du vielleicht bei 150 Kilo. Im Endeffekt hat ein Motorrad ja mehr. Ja. Also ob da Box drauf ist oder nicht, das merkt man echt nicht. Ja. Das ist dein Arbeitsplatz. Ja, genau. Erstmal haben wir hier so Schwingsitze, die sind unglaublich vielfältig verstellbar und manchmal ist es schon ein bisschen zu kompliziert. Aber für lange Strecken sind die wirklich gut geeignet. Und ja, die haben dann auch einen pneumatischen Antrieb. Da kann man die praktisch zum Aussteigen kann man den ablassen und dann wieder in die Fahrposition schalten. Man hat normales Cockpit mit Drehzahlmesser und Tacho und Tankanzeige, Temperatur für Kühlwasser und dann natürlich die obligatorischen 2 Druckluftanzeigen für den Federspeicher Bremszylinder. Das ist eine Sicherheitseinrichtung, die dafür sorgt, dass wenn beim Druckluftdefekt und man würde die Druckluft verlieren, dann wird das Fahrzeug automatisch auf die Hinterräder abgebremst bis zum Stillstand. Und ja, die Anzeige hat man natürlich auch immer wieder. Dann habe ich hier eigentlich ein normales Navi. Kann mit dem Handy auch noch über Maps.me dann auch noch gucken, wo wir unterwegs sind. Im Moment habe ich leider vergessen, für Kasachstan eine Karte zu laden. Ich verwende normalerweise die OpenStreetMap. Die geht hier relativ gut auf Garmin. Aber Kasachstan habe ich vergessen. Dann habe ich meistens noch eine GoPro dabei. Kann ich auch ein paar Filmchen machen. Naja, das Übliche halt, man hat dann hier Radio und Funkgerät, ein Ersatznavi haben wir auch noch dabei, weil das stammt von unserem Motorrad. Da haben wir ja auch 2 Navis drauf. Und dann gibt es hier diverse Schalter. Also das hier ist zum Beispiel die Anzeige für, das hier ist die Stromversorgung. Für Navi kann ich abschalten. Dann habe ich hier einen Schalter, da kann ich umschalten, wenn ich 2 Tanks habe, dann kann ich den Füllstand im zweiten Tank da noch. Dann gibt es hier 4 Schalter für Licht. Das sind also 2. Einmal eine Lampe von oben, die ganz knapp vor das Fahrzeug wie so eine Nebellampe leuchtet. Mhm. Und die andere ist Fernlicht. Und ja. Wo machst du Untersetzung und so weiter? Das ist hier. Was ist das? Der Drehknopf. Ja, genau. Die Kabel auf der Seite. Und da kann man jetzt hier sehen, das ist Normalgetriebestellung ohne Untersetzung. Und da kann ich jetzt durch rechts drehen, kann ich zum Beispiel die Lenksperre quer und vorne mit einschalten. Also das ist die Lenksperre, das ist die hintere Hinterachssperre und das ist die Vorderachssperre. Und wenn ich den Schalter auf die Position drehe, ist praktisch alles gesperrt. Ohne Untersetzung. Und das gleiche geht in die andere Richtung mit Untersetzung. Ja. Hm. Geht das ist hier der ganz normale Schalter. Genau. Also ist ein Manual. Wie viele Gänge hat der? Also ich habe einen Crawler und dann 8 Gänge. Crawler ist eben für also ein Kriechgang für besonders langsames Fahren. Und dann 1 bis 8 plus Rückwärtsgang. Und dann wird das Ganze nochmal durch die Untersetzung um ungefähr 60% reduziert. Dann hat man das Gleiche nochmal auf der Untersetzung. Ja. Die Dämmung ist wirklich exzellent. Man kann Radio hören, man kann sich normal unterhalten, wie ein normaler PKW auch. Die Kabine selber, die GFK-Kabine, ist von Ormocar. Und den Ausbau sowie die Technik, die jetzt da drin ist, für Toilette, Dusche,
Elektrik, Batterien und so weiter. Das hat eine Firma in Ostdeutschland gemacht, Offroad Travel heißen die. Und ja, wir haben dann hinterher, wir haben das Fahrzeug ja nicht bauen lassen, sondern das Fahrzeug war ein Ausstellungsfahrzeug, das auf verschiedenen Messen als Ausstellung war. Und haben den dann von dem nach kurzer Zeit, also der war noch relativ neu, nach einem Dreivierteljahr oder so, gekauft und haben dann noch ein paar Sachen umgebaut, so wie wir es halt gebraucht haben. Die Dusche war uns ein bisschen zu klein und so, solche Dinge haben wir dann noch gemacht. Ja, also ist wie ein normaler Wohnwagen halt auch. Man hat irgendwo ein Bett, man hat einen Tisch, wo man sitzen kann. Und hallo Birgit. Hallo. Wie viele Quadratmeter sind das? Also sind 13. Ja, 5,5 mal 2,5 oder sowas. Ja. Und da hat man dann noch eine Küchenzeile mit dem Backofen und dem Herd. Das ist so ein Gas-unter-Glas-Herd. Also der hat keine direkte offene Flamme, sondern der hat, der hat praktisch einen Gasbrenner unter dem Ceranfeld. Ne? Und ja, da hat es mir schon was zerdeppert unter drunter. Weil ich habe da immer so eine schwere Holzplatte draufgelegt, die habe ich selber gemacht. Damit, wenn von oben was runterfällt, das Ceranfeld da nicht kaputt geht. Ne? Und bei einem Schlag ist dann doch das ganze Ding hoch und wieder runter. Und irgendwie hat es dann da die Halterung unter drunter zerlegt. Die muss ich, wenn ich daheim bin, erstmal wieder festmachen. Ansonsten gibt es hier halt Kühlschrank. Hier gibt es dann noch so eine Kühltruhe von Engel. Die geht bis minus 18, aber wir nutzen die nur, um Bier kalt zu stellen und andere Getränke natürlich. Ja. Also Kaffeesammlung. Ja, genau. Das ist so das Revolver-Munitionslager. Also und ihr könnt noch ein bisschen unterwegs sein. Ja, wir hätten noch Reserven. Wir haben dann also Kaffeemaschine hier. Das kann man sich, so eine Kaffeemaschine kann man sich eigentlich nur leisten, wenn man wirklich fette Batterie hat. Gell? Ja. Weil das Ding, das zieht Strom, das ist unglaublich. Aber ihr habt oben auch Solar drauf, ne? Richtig, ja. Viel. Ja, wir haben 6 große Panels, das sind insgesamt 900 WP. Also schon eine ziemlich starke Anlage. Und wenn so Wetter ist wie heute, wo die Sonne nicht direkt scheint, hat man eigentlich trotzdem immer genügend Spannung. Das, was wir über die Nacht rausnehmen, jetzt haben wir noch fast 26 Volt, das, was wir über Nacht rausnehmen, ist morgens um 10 schon wieder aufgeladen. Ja. Und das ist auch die Steuerung vom ganzen Mobil hier vom hinteren Teil? Ja, genau. Wir haben also da, man muss jetzt fast eine Brille aufsetzen, habe ich jetzt gerade keine. Ja, doch, ich habe eine. Also wir haben, man kann alles extra abschalten, Radio, Fernseher, das sind Dinge, die brauchen wir gerade nicht. WC-Lüfter, das ist so ein Sog-Gedöns, das läuft im Moment. Und dann sind es die ganzen Lampen, die man, und Steckdosen, die man hier so im Fahrzeug hat. Die sind natürlich immer eingeschaltet. Und ja, da gibt es noch ein Licht im WC, Lichtsalon, Wasserpumpe, Tankanzeige und so weiter. Das hier sind Scheinwerfer, so Arbeitsscheinwerfer. Ja. Wenn ich die einschalte, kann ich nachts ums Auto rum alles hell machen. Dann habe ich hier noch die Steuerung für die SAT-Anlage. Natürlich das, was man in jedem Wohnwagen hat, irgendwo dann Füllstandsanzeigen. Und das ist ein Anschluss fürs Ladegerät. Füllstand, das sind wie viel Tank, das, Wassertank und Brauchwasser? Das, ja, das ist an Bord. Das hier mit dem Frischwasser sind insgesamt 550 Liter und der Abwassertank ist dazu relativ klein, der hat nur 100 Liter, aber also das ist, also wenn man da durch Kasachstan fährt, kein Problem, ne? Da ist das Ventil immer offen, weil das ist ja eigentlich im Prinzip auch Wasser, das man nur zum Kochen oder Duschen oder so irgendwas hat. Da ist ja nichts Schlimmes dabei. Ja, sehr schick.
Und die Raumaufteilung hat er sofort zugesagt. Bett ist immer da. Und ja. Trotzdem noch bequem davor sitzen. Ja, also das finde ich jetzt vom Prinzip her nicht verkehrt. Man hätte bestimmte Sachen ein bisschen anders machen können. Aber wie gesagt, wir haben das Fahrzeug ja fertig übernommen und konnten da auf solche Dinge da keinen Einfluss mehr nehmen. Anstelle von dem riesigen großen Bett hätten wir auch noch einen Schrank machen können, wo man Klamotten aufhängen kann und so. Ne? Aber das kann man jetzt hinterher kaum noch ändern. Ja. Und von der Verarbeitungsqualität und so, wie alt ist das Fahrzeug jetzt? Jetzt, das Fahrgestell ist 6 Jahre und die Kabine 5. Also ist eigentlich sehr gut gemacht, alles. Wir haben wenig Probleme gehabt. Aber nichts zerrüttelt auf die doch, Seite. Also jetzt geht's los mit den Pushlocks. Ja. Die fallen jetzt alle reihenweise auseinander. Nach ein paar mehr. Also das ist ja da über diese Schotterpiste da. Ist vieles kaputt gegangen da von den Dinger. Da müssen wir, wenn wir daheim sind, einige ersetzen. Und was ich dann auch noch hatte, da unten drin sind die Batterien. Da hat es mir eine Batterieklemme zerhauen. Ne? Also das heißt, ein Pol. Ich hab 6 Batterien. Das sind 3 Bänke mit jeweils Batterienreihe. Und von einer solchen Batteriebank ist der Pluspol, die Batterieklemme, gebrochen. Ne? Die habe ich jetzt provisorisch festgemacht mit einer Schlauchstelle. Aber daheim muss man da auch nochmal was machen. Hättest du dir gedacht, dass die Straßen so mörderisch sind? Wir waren letztes Jahr in Island. Da haben wir das auch schon erlebt. Ja? Und ich habe mir das schon so vorgestellt, aber es ist doch nochmal eine Nummer härter. Also vor allen Dingen, was für uns schlimm ist, das war zum Beispiel der Eingang nach Kasachstan da, die ersten 100 Kilometer da. Also sowas, wo du immer wieder abbremsen musst, du musst dann durch die Löcher, weil du gar nicht mehr ausweichen kannst. Da ist so, dass beim schweren Fahrzeug, da haut es alles hin und her. Also das ist dann auch im Führerhaus wirklich kein Spaß mehr. Und hier hinten muss alles festbinden, weil sonst fliegt alles auseinander. Ne? Ja. So, das ist hier die berühmte Nasszelle. Ja, hier hat man. Zelle ist da fast schon das falsche Wort. Ne? Das ist eine Zelle, ja. Auf der Seite ist die Dusche da rechts. Für, ne? Und Offroad-Verhältnisse ist das ja Luxus. Noch komfortabel, ja. Ja. Naja. Wenn ihr nochmal vor der Entscheidung ständet, würdet ihr wieder so was Großes holen? Oder? Also wir haben schon darüber geredet. Also eine Nummer kleiner wäre, also diese Kategorie hier ist natürlich besonders toll, weil man viel Platz hat und alles. Aber wenn du dann auf einen 7,5 Tonner zurückgehst, dann hast du viel weniger Probleme auf den Straßen mit den Brücken, mit den Durchfahrten. Durch Ortschaften, durch, da steht manchmal plötzlich ein Schild, 7,5 Tonnen. Wo sollst du dann hin? Du kannst ja dich nicht mehr in Luft auflösen. Ne? Also macht man dann lauter illegale Sachen. Und ja, beim nächsten Mal, wenn wir das nochmal machen, dann würde man sicher wieder auf die 7,5 Tonner zurückgehen. Und der wird dann vielleicht auch ein bisschen kürzer sein. Die Breite und die Höhe wird er auf jeden Fall auch haben. Weil du kannst in der Höhe eigentlich kaum was einsparen. Ja. Außer du nimmst dann kleinere Räder, dann hast du aber wieder Nachteile im Gelände. Aber kürzer wird das sicher sein. Ja. Aber so wie ich den jetzt hier so mitbekommen habe, hat der alles bravourös erledigt und ohne große Macken. Ne? Ja, also Motor, Getriebe, das Fahrwerk, Federung und alles ist. Also alles, was von MAN ist außer Tadel, muss man wirklich sagen, ist alles, funktioniert alles fantastisch bis jetzt. Und Probleme gibt es halt hier im Aufbau. Aber das sind auch nur Kleinigkeiten. Also im Großen und Ganzen hat sich auch die Kabine sehr gut bewährt. Also die Ormoka-Kabine selber, die hat bisher alles ausgehalten, was wir gemacht haben. Da gibt es überhaupt nirgends eine Stelle, die irgendwie Überlastungsdinge anzeigt, wie Risse oder sowas, gibt es nicht. Von daher, wenn es bei Kleinigkeiten bleibt, so Pushlock da zu ersetzen, 10 Stück oder so, das ist ja nicht die Welt. Ne? Ja, dann erstmal vielen Dank. Gern geschehen. Für die Führung.